Warte mal, wo kamen wir eigentlich her? Ich habe irgendwie das... Also, wo bin ich? Oh, Kuckuck. Muss ich da lagen? Ich kam doch von der Tür da. Von der Tür kam ich doch da. Muss ich hier runter? Hallo. Hallo, Kackis. Da atmet schon wieder einer. Ach ja, er ist es. Ich hätte jetzt eh nichts mehr mit dem Ding machen können. 25 Schuss? Tschüss. Habe ich gerade einen Vorschlaghammer gegen einen Vorschlaghammer getauscht? Okay. Sehr gut. Hier. Ich nehme mal Heilung. Nur nicht, dass es zwei sind. Es waren zwei. Sehr gut. Hallo, Quietschis. So. Hier. An den erinnere ich mich doch. Wowie. Er brennt. Warum brennt er? Wer bist du? Wer bist du? Aui! Wartet. Lade nach. Warum hat's da gebrannt? War da ein Molly? gut. Aber was war hier? Da war ich noch nicht. Da steht ein Freund. Sehr gut. Oh, ein Kruzifix. Ja, sehr gut. Ein Kruzifix. Pistolenkugeln voll. Wie jetzt? Einen Moment, bitte. Habe ich das Kruzifix wieder hingelegt? Gib mir das Kruzifix. 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 Ich sage immer Kruzifix. ja. Gut. Was war das? War da nicht gerade was zum Aufheben? Nein? Okay. Dann gehen wir hier rein. Oh nein, ich erinnere mich gerade an diesen komischen Schattenmann in der Bibliothek. In der Bibliothek. Oh nein. Oh nein. Ach, das wird ja schön. Oh, wie toll. Ist Kruzifix sowas wie Magifix? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Klingt so. Hallo, ist hier jemand? Ich habe da Munikugeln, die ich gerne mitnehmen würde. Hallo? Nein? Na, schade. So. So. Okay. Achso, nee, warte. Mann. Macht Y. Übersetzt das. Er ist ein bisschen wie Nathan Drake. Alles muss einstürzen. Hallihallo. Hallihallöschen. Hallihallöschen. Ich erinnere mich hier aber nicht.
Also an die Gegend schon, aber nicht was kommt und wo kommt. Ach, hier kommen die ganz vielen, ich erinnere mich. Verdammt. Das sind einfach zu viele. Ich muss weg. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Gar kein Problem. Easy. Jetzt gab es ja nicht mal so ein Becken, weil die in Schulen das Magifix von den Eingängen abnehmen sollten. Oh Gott. Oh. Danke, danke. Ich bin gut im Wegrennen. Das kann ich gut. Besser als schießen und vor allem, also noch viel, viel besser als schleichen. Wir sollten viel mehr wegrennen. So, zeig Medaillon. Ein schönes Schweinemedaillon. Na, was haben wir denn hier? Da war was. Da war was. Was ist hier? Da war ich nicht. Da steht mit meinem Namen. Schön. Hä, da waren wir nicht. Dido. Dido? Ist das die Musikerin? Verdammt. Ich bin voll. Also komplett voll. So, bitte hoch. Und dann hier hoch. Und dann kein Gegner. Kein Gegner. Ach, Gott sei Dank ist es vorbei. Sag ich doch, kein Gegner. Noch einmal hier rum. Huh. Oh. So, also. Also, nein, doch. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube das vielleicht nicht so rum. Ich glaube, das vielleicht, nein. Das vielleicht so tauschen. Ich weiß es doch nicht mehr. Weil das sieht sinnvoll aus. Und dann das. Hä, aber das wollte ich doch eigentlich da unten haben. Egal. Dann machen wir es halt einfach nach da unten. Und dann... Ich komme nicht hin, da. So. Danke, danke. Ist ja nicht so, als hätte ich schon mal gemacht. Bitte, nicht anfassen. Jeremy. Was machen Sie hier? Alle suchen nach Ihnen. Ich weiß, es ist alles so ein Chaos. Niemand versteht es. Ich will doch nur das Böse fernhalten. Nur noch ein bisschen länger. Sie müssen mit mir zurückkommen. Ihre Nichte wartet in The Shadow. Emily? Warum ist sie... Mein Brief. Ich mache es nur noch schlimmer. Was geht hier vor, Jeremy? Wie kann das alles passieren? Ich habe jemandem etwas Schreckliches versprochen. Der Schattenmann. Wer ist er? Nein, 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 sagen Sie nicht den Namen. Er kann uns hören. Er belauscht uns ständig. Jeremy. Ich muss verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe ihm alles versprochen. Wenn die Sonne aufgeht, werde ich für die Ewigkeit in seinem versunkenen Wüstentempel angekettet werden. Aber wenigstens wird das Böse, das in Dorsetto erwacht, niemandem außerhalb dieses verfluchten Orts schaden. Sie reden Unsinn, Jeremy. Ich will Ihnen helfen. Sie können gar nichts tun. Was soll dann all das mit Taroeia? Warum wollten Sie dorthin? Ich kann da nicht hin. Ich darf nicht. Aber Sie wollten dorthin. Kann ich hin? Reden Sie. Kann ich so diesen Pakt brechen, Ihr Versprechen? Gibt es dort was, das helfen kann? Warum machen Sie mir Hoffnung? Das ist grausam. Okay. Offenbar sind wir etwas auf der Spur.
Was sollte ich? Achtung! Hinter Ihnen! Rennen Sie! Er darf Sie nicht kriegen! Bonk. Hallo, Clemmy. Do you know the Shadow Man? Shadow Man, Shadow Man. Das geht auch. Also, ja, er ist verwandt mit dem Muffin Man. Ich habe in der letzten Zeit so viele seltsame Vorstellungen. Ja, kennen wir schon. Jay Hardwood. Okay. Hallo, schöne Leiche. Sie ist tot. Und egal, wie sie gestorben ist, jetzt sieht sie friedlich aus. Ich kann sie leider nicht nochmal erschießen. Um sicherzustellen, dass sie also auch wirklich tot ist und nicht mehr leidet. Leider. Okay. So. Wo sind wir denn hier? Ah, wir sind genau da. Sehr gut. Dann können wir einfach zu Jeremy. Schade. Ja, ne? Ich wollte ja nur helfen. So, einmal bitte aufsperren. Und die Barlow-Linse. Eine Teleskoplinse? Warum sollte er das wegschließen? Salon. Das war unten. Das war unten. Da muss ich raus. Und dann hier nach unten. Ich finde es interessant, dass mit dem Bären gar nichts war. Also so überhaupt gar nichts. Weil in der Demo war er da ja. Nee, warte, ich habe mich verlaufen. In der Librarie, glaube ich. Wartet. Genau, in der Librarie. Hm, aber wir können einfach durch. Von daher, alles gut. Alles gut, gut. So, darüber. Ups. Hier durch. Und hier lang. Und dann gucken wir die Sterne an. Da hinten. Wieso ruckelt das bei ihm so? Das war mit ihr nie. Und hä, warum konnte ich da gerade nicht weiterlaufen? Hä? Ja, wir schauen uns Harry Potter an. Feuerkeck ist nicht schlecht. Ja, süß hier. Sind gute Stimmen. So. Der Rechtsklick war es nicht. Maus 2D. Achso, ah. Ach, Maus 2D. Ah, oh. Ja, jetzt bin ich ans Handy gekommen. Ist schon sehr scharf so. So. Wow. Achso, das war... Okay, wow, war alles, was er sagt. Oh nein. Jetzt schon. Ach nee, doch nicht. Alles gut. Warte, war nicht eins fest? Okay, drehen geht aber nicht. Dann ist gut. Hier. Doch, du bist richtig. Du bist dahin. Du musst dahin und du nach da und dann noch die beiden austauschen. Bi, 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 bi. Danke. Wow, was passiert hier? Danke. Er stellt etwas ein, ganz von allein. Und er zeigt den Weg zu einer anderen Erinnerung. Wo ist das? Scheiße, wo war das noch? Ich hab's schon wieder vergessen. Es war auf jeden Fall... wartet. Ich weiß. Okay, wartet. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Das, also kriegen wir schon. Das hatten wir das letzte Mal hingekriegt, das kriegen wir jetzt auch wieder hin. Ich glaube, das war auf jeden Fall das erste, was man gesehen hat, war dieses Rundzimmer. Also, da wo die Wendeltreppe ist. Das ist. Warte, das ist falsch. Das ist falsch.
Hier wollte ich durch. Hier wollte ich durch. Und dann geht das. Halt sie sehr schön. Warte, hier war es ja nicht, richtig? Da konnte ich, glaube ich, noch nicht hin. Nee. Ich brauche den Schlüssel. Ja, ja. Hast du aber nicht, deswegen, ne? Ignorieren wir das und gehen einfach hoch. Wir finden den Raum. Okay, wartet. Der leere Raum war es nicht. Ruths Zimmer ist es nicht. Ich glaube, es war irgendwann. Bibliothek, kleiner Sonne, Empfangsraum. Da waren wir ja gerade. War es der Empfangsraum? Da, wo wir gerade waren? Nee, oder? Nee. Das Esszimmer ist es. Natürlich das Esszimmer. Ja, klar. Ja, gar kein Problem. Wir sind gleich da. Alles gar kein Problem. Ich weiß doch alles. Also das, also ich merke mir doch alles. Schön, wir sollten öfter direkt hintereinander das gleiche Spiel spielen. Es ist fast so, als ob man zwei verschiedene Spiele spielen würde. Warte, das ist gar nicht das Esszimmer. Warte, ich glaube, ich muss runter, ne? Ja, ich musste runter. Wo war nochmal die Tür? Hier rechts. Gute Idee. Ja, ne? Tomb Raider 1 gleich noch. Nee. Nein, also es gibt Ausnahmen. Was ist denn mit euch? Ey. Ihr seid Sadisten. Hat euch das schon mal jemand gesagt? Wieso denken alle gleich an Tomb Raider 1? Ach, das ist doch jetzt viel zu einfach. Mehr von dieser aggressiven Fäulnis. Über die Allgegenwärtigkeit des Bösen. Dort findet sich Tugend und Fahrlässigkeit. Hatten wir das schon? Gedanken voll lichter Gleichgültigkeit. Doch suche die Schuld nicht bei Urzeitgetier, das einst wir waren. Nein, suche sie hier. Sibi hat wieder gereimt. Auch nicht bei den Bösen, die Sünden begehen. Ihr seid nun jene, die grinsend dort stehen. Bedeutungslos ist, was wir Gutes tun, worauf unser Stolz und Hoffnungen ruhen. Einsam und lichtlos. Das Truglicht ist Schein. Propheten des Stolzes stürzen. Allein. Hört mich und wisset. Gezeichnet sind wir. Allein in der Finsternis. Wow! Wuhu! Das sind ja die krassesten Reime der Welt. Wow. Also Sebi, Respekt. Hast du richtig gut gemacht. Das waren, also Maus, Haus, Raus, Reim ist halt also gestern gewesen. Aber also halt wirklich gestern. Heute ist Ähnliches. Oh, wir haben jetzt hier den Shortcut gemacht endlich. Gott sei Dank. Hier müssen wir es, glaube ich, da müssen wir es noch machen, ja. Dankeschön, Dominik, fürs Abgriff. Danke, Bino. Dankeschön, Dankeschön. So, hier lang jetzt. Kapitel 3. Ich mir auch viel Mühe gegeben. Das merkt man. Ach, oh nein. Es ist ja doch die Szene dann. Ich habe mich gerade über ihn gefreut. Und dann kam der Schattenmann. Hm, ja. Ja, aber dann sind wir ja fast durch. Heute haben wir das fertig. Easy. Sie haben es hergeschafft. Ich hatte Zweifel. Aber die Hoffnung, die Sie mir gaben, lebt noch. Ich schätze, das hier ist Taro Eya. Wer sind Sie? Mein Name ist Juan Luis Roche und dies ist wirklich der Konvent von Tarawea. Sie müssen entschuldigen, aber Jeremy kannte Ihren Namen nicht. Ich heiße Edward Cornby, ich bin Privatermittler. Sie sind kein Patient, oder? Nein. Ich bin der Autor eines Buchs, das Jeremy einst wichtig war. Wie geht das? Sind Sie auch Teil seiner Erinnerung? Ist das eine Erinnerung? Ich bin wohl eher eine Manifestation von Jeremys Unterbewusstsein. Jeremy. Genau wie der Konvent von Tarawea.
Ich habe Jeremy nie getroffen. Und wir sind an einem Ort, den er nie besucht hat. Na schön. Und Sie sind hier, um mich anzuleiten? Ich habe eine klare Bestimmung. Ich bin einfach. Aber ich helfe natürlich gerne, wenn ich kann. Wenn Sie bereits irgendwie ein Teil von Jeremy sind, warum wollte er dann herkommen? Ist er dann nicht schon hier? Jeremy wollte herkommen, weil es ein Abbild seines Geistes ohne Störung ist. Wenn Dr. Gray ihn während der Sitzungen bittet, seinen Fokus zu finden, stellt er sich diesen abgelegenen Konvent vor. Er ist davon überzeugt, dass er, könnte er wirklich herkommen, perfekte Gelassenheit finden würde. Eine spirituelle Vergöttlichung. Sie glauben nicht dran. Jeremy weiß unterbewusst, dass es nur ein Wunsch ist. Er kann nicht herkommen. Trotz der Pfade, die der Schattenmann zwischen Terfetto und Jeremys Geist geschaffen hat, ist es einfach unmöglich. Aber ich bin hier. So ist es. Schade, dass es für Sie nichts Besonderes ist, Detective. Andernfalls hätten Sie ein Buddha werden können. Manche von uns spielen eben immer nur die zweite Geige. Nicht wahr? Ja, so ist es wohl. Sie werden die Erleuchtung andernorts suchen müssen. Und was mache ich stattdessen? Was kann ich hier tun? Sie sollten in die Konventsbibliothek und dort nach der Wahrheit hinter dem Pakt zwischen Jeremy und dem Schattenmann suchen. Es gehört zu den Dingen, die er unterdrückt und nicht klar sehen kann. Kann ich damit den Pakt brechen? Vielleicht. Zumindest können Sie Jeremy damit konfrontieren. Moment. Warum sagen Sie es mir nicht? Solche Dinge weiß ich nicht. Sie müssten wohl eher die Texte von Dr. Freud lesen, wenn Sie das verstehen wollen. Nein, danke. Psychiater sind nichts für mich. Sie sollten noch etwas über die Bibliothek wissen. Er ist ebenfalls hier. Der Schattenmann studiert all die Texte hier seit langer, langer Zeit. Er ist hier? Wie soll ich an ihm vorbeikommen? Mit Vorsicht, Detective. Oh Mann, fantastisch. Da hat was gedrückt. Schön. Meine Lieblingsstelle vom ganzen Spiel. Ha, Gott sei Dank müssen wir sie zweimal machen. Ach, wäre das traurig, wenn wir sie nur einmal machen müssten. Eine Idee, wie wir den Schattenmann loswerden können? Ich schätze, Verdrängung könnte funktionieren. Versuchen Sie, ihm keine Aufmerksamkeit zu schenken. Ich weiß, Sie sagten, dass Jeremy niemals hier war. Aber gibt es diesen Ort in der Wirklichkeit? Ich glaube, er soll in Mexiko sein. Aber ich bin mir nicht sicher, was die Ursprünge von Tarouella angeht. Tja, war schön, Sie kennenzulernen, Juan. Ich gehe dann rein. Tschö mit Ö. Ciao mit V. Mögen die Götter mit Ihnen sein. Eduard de Vilban. Eduardo. Schön. Chat, sagt er jetzt breit oder hoch? Was sagt ihr? Also das? Oder das? Ich weiß es immer noch nicht. Ich glaub, ich muss immer wechseln. Ja, Tani, dass du, also dass dein Stamm immer breit ist, das weiß ich schon, dass der breit ist. Ein Vollbild. Und du meinst, und dann hier das Spiel, oder wie? Breit, ist das Gewohnheit? Also, warum? Warum? Weil, also, rein logisch finde ich das halt sinnvoller, weil es mehr in der Ecke ist, so, also gefühlt, und einfach weniger außenrum. Oh, es lädt nach. Es lädt alles nach. Sehr gut. Ach du, es ist ein Ravioli. Ach du, ach du. Ach du liebes Raviölchen. Ja, Greenscreen, keine Lust, weil ich muss mich immer so krass ausleuchten dafür, dass das Grün auch weg ist. Und das dann immer für, also weiß ich nicht, dann sehe ich halt in dunklen Szenen gar nichts mehr. Also mit der Einstellung könnte ich niemals den Greenscreen anmachen. Das ist mein Problem. Ah, wie schön es hier ist. Und wie sehr ich es trotzdem hasse. Ach, schön.
fehlt etwas. Danke, Sherlock. Deswegen bist du der Detective und nicht ich. Sehr gut. Die Luft holen, solange es noch geht. Hm. Die große Bibliothek. Große Bibliothek. Hatten wir schon, danke. So, also. Sind wir hier eigentlich jemals hochgelaufen? Hier, ne? Ich kann da nicht rein, schade. War das nicht? Ja, ja, der... Ne, du hast das Kreuz tatsächlich, okay. Oh, verdammt. Was passiert, wenn ich auf ihn schieße? Erschießt er sich auch selbst? Das muss ich rausfinden, wartet. Sprich lauter. Okay, er schießt sich auch selbst. Wartet kurz, ist sehr laut. Ich hab mal ein bisschen leiser gemacht, nicht wahr? Ah, diese Pupswolke. Schlimm. Sir? Sir, bitte nicht, Sir. Da ist er. Da stand er plötzlich einfach. Der Kackbärt. Hier. Wo ist die Leiter? Ach, hier. Okay. Oh, uns geht's nicht gut. Wir trinken kurz einen Schluck. Hallo, Sir! Wir trinken noch einen Schluck. Alkohol hilft gegen Ängste. Das weiß jeder. Ah! Ich glaube auch. Ich glaube, also ganz sicher auch inzwischen. Wir machen gar nichts. So, hoch. Ich glaube, der klont sich. Und das, glaube ich, ist nicht fair. Oh. Easy. Wir sind durch. Hä, das ist voll gut, weil jetzt haben wir die schlimmste Stelle überhaupt geschafft. Das heißt, ab jetzt geht's mir besser. Wieso ist hier ein 22.3. Speicherstand? Nee? 28.3. Hä? Ich hab doch hier drauf. Hä? Egal. Dankeschön. Wir haben es geschafft. So, wir müssen jetzt rüber. Geht das einfach hier? Ich glaube, ja. Was machst du da? Schön. Also ich werde übrigens nicht alles sammeln. Also das hätten wir vielleicht machen können, wenn das unterschiedliche Sachen wären. Aber ich habe keine Lust, beides zu durchkämmen. Also beide Male das gleiche zu durchkämmen. So das exakt gleiche. Keine Lust. Green Book Bibliothek. Stimmt. Die Blue Book Bibliothek haben wir ja jetzt. Let's go. Wir machen das und dann putze ich kurz Nase. Es war ein heißer Herbst, in dem ich mit der rastlosen Menge durch die Nacht zog. Er war eine Art reisender Künstler, der auf den Bühnen auftrat und große Furcht verbreitete. Die New Orleans-Adresse des Auftritts ist verloren, aber ich erinnere mich, dass die Prax Shipping Company daran beteiligt war. Hey! Detective,
Juan! Juan! Lachen oder weinen wir? Ich hoffe, Sie haben gefunden, was Sie suchten. Ich fürchte, es gibt keinen Weg zurück. Ich glaube, wir weinen. Okay, gut. Ich war so nah dran. Ich muss etwas damit anfangen können. Komm schon, Kambi, denk nach. Los! Importfirma. Prex. Genau. Viel Glück, Detective. Schlaf gut, Xolgorax. Träum was Schönes. Naja, seht so, wir wissen wenigstens, wie wir an den Code kommen. Gott sei Dank sind Sie hier, Detective. Jemand wie ich? Allein an diesem Ort? Ich wäre in aller Munde, wenn die Presse das erfährt. Hey. Ruth, oder? Oh, jetzt tun Sie doch nicht so. Ich bin sicher, Sie haben schon eine ganze Akte über mich, Detective. Ich schätze, wir wurden einander nicht vorgestellt. Ich bin Ruth Tolon, Miss Ruth Tolon, um genau zu sein. Edward Combe. Enchanté. Sicher? Ich hatte mehr als genug. Nett. Ganz gut. Ich weiß. Ich habe guten Geschmack, Detective. Hat er nicht gesagt, das ist ihm egal, er will irgendwas Billiges? Ich hatte versucht, Jeremys Pakt mit dem Schattenmann zu brechen. Ja. Wissen Sie irgendetwas über diese Dinge? Nein. Aber ich frage mich, wenn er es versprochen hat, kann er nicht einfach zu seinem Wort stehen? Bei Frauen tut er so, als hätte er Anspruch. Ja, ich will Sinn. Jeremy nur aus einem Schlamassel retten. Er soll mit uns zurück nach New Orleans. Falls alles schief geht. Was tun Sie da? Es ist ein Zeichen der Unterwerfung vorm Schattenmann. Ich hab's in einem Traum gesehen. Die hat sich mehr eingeschenkt, als wir im Glas hatten. Und dann lässt sie's stehen. Die Prex Shipping Company kennen Sie nicht zufällig. Oh doch, die haben im Krieg groß verdient. Ihre Büros sind direkt da drüben. Wie haben Sie das gemacht? Was denn, Detective? Bonne Chance. Die klaut uns alles. Boah. Hey, haben Sie Emily Hartwood gesehen? Wollen Sie mich eifersüchtig machen, Detective? Nein, ich habe Ihre Kleine nicht gesehen. Steht sie vielleicht doch nicht auf Frauen? Was ist dann die Perversion, wo sie sagt, dass es ganz normal ist? Also natürlich ist also Homosexualität keine Perversion, aber wir spielen hier ein bisschen weiter hinten, nicht wahr? Also früher meine ich. Die Prex Import Gesellschaft. Laut diesem Buch aus Taroea gibt es eine Verbindung zwischen dem Schattenmann und einer Vorführung, die Jeremy irgendwo in New Orleans besucht hat. Wahrscheinlich kann ich da drin die Adresse finden. Warte kurz. Hallo, ist hier ein Freund unterwegs? Ist hier ein kleines Pupsi-Freundchen unterwegs? Ah, da hinten. Da kommt er doch wieder. Schön. Ich warte, bis er direkt hier ist. Und gleich bellt der Hund. Ups. Oh. Mann, das Aiming ist hier aber auch wild. Ich habe ihn in den Sack geschossen. Das hat geholfen. Das ist einfach nicht zugeht. Also, der zielt halt nicht gescheit. Ich weiß nicht warum. Also, nur um es zu überprüfen. Von der anderen Seite genau, verschlossen. Danke. Ich habe versenkt. War auch wirksam, er ist dadurch gestorben. Hier ist ein Paddel. Aber ich glaube, ich will gar nicht paddeln. Yo, Digi.
Da, das geht jetzt erst zu. Ich weiß auch nicht. So viel Zeit habe ich in den meisten Fällen nicht mal. Aber danke fürs Tür aufmachen. Oh. Mann, ich bin schon wieder raus. Was habe ich denn jetzt? Ich habe den Source Code von meinem Streamer. Also, weg. Okay. Der Kanalisation gibt es einen Tunnel, der direkt unter die Prex Import Gesellschaft führt. Ja. Ich wette, darüber komme ich rein. Schön. Ganz große Klasse. Verdammt, wie war das noch? Schmeiß mal dahin. Das interessiert ihn nicht, okay. Sehr gut. Sollte ich ihn vielleicht kurz Verdammt, da muss man echt auf die Aussprache. Kruzifixen. Da muss man bei dem, also muss man wirklich auf die. Stark der Drink, was war denn da die ganze Zeit rein? Willst du es wissen, ist die andere Frage, weißt du? Kruzifixen. Ups. Die böse Wand hat böse geguckt. Hab ich gesehen. Die hat was Böses über Chat gesagt. Ja, einmal runter. Und dann natürlich alles looten, was nicht nied- und nagelfest ist. Oh. Das ist nur ein Schlüssel. Zeig Muni. Also. Das Kruzifix hält echt viel aus. Das ist ein gutes Ding. Kreuzzüge statt Kruzifixzüge. Ja, kann sein. Wartet. Karte ist ja nur. Ich dachte, ich habe hier gerade eine Karte. Achso, das war nur für unter. Naja. Gut. Dann halt not. Dann be halt so. Warte, muss ich da runter oder da drüben? Mit meinen bloßen Händen kriege ich das auf keinen Fall aus dem Weg. Ja, das war das Aber letzte Mal. Aber wenn ich diesen Kran zum Laufen kriege, sollte es funktionieren. Yo, yo. Gar kein Problem. Ich glaube, jetzt müssen wir rennen. Ich glaube, da war was. Also ich glaube, wir mussten dann da wieder vor ganz vielen wegrennen. Wartet. Das waren meine Pistolenkugeln. Das war's. Hallo, Freunde. Und weg. Und weg. Und weg. Aua, hä? Wie kannst du... Ich bin ausgewichen. Ich bin so schön ausgewichen. Erstmal ein Schnappes. Hey. Der cheatet. So. Chat, denkt dann dran, wir müssen das Pokerspiel angucken oder was das war. Damit wir den Code rausfinden, nicht wahr? Ich kann keinen Schleichkill machen. Wofür habe ich das jetzt gemacht? Ich habe ja gar nichts bekommen. Schlaf gut, der Holoträumer Schönes. Dankeschön. Dir einen schönen Start ins Wochenende morgen. Was, eine Spinne? Hm.
So. Hallo, Kumpel. Ich glaube, ich muss echt langsamer schießen, aber das ist halt echt schwierig manchmal. Weil man halt so viel langsamer schießen muss. Weil jetzt geht's voll schnell. Aber dann, sobald ein Gegner da ist, geht es super langsam zusammen. Oh ja, muss man mal gucken, ne? Wie man das machen. Achso, wir haben ja eine Taschenlampe. Könnte ich auch mal anmachen. Oh nein, da kommen ja jetzt... Oh nein, das ist ja auch so toll gewesen, die Stelle. Das ist viel schlimmer, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Das ist mal viel unwilliger. Okay, aber gar kein Problem. Also, wir looten hier alles. So weit, so gut. Ich bin im Lagerhaus. Das Büro ist sicher oben. Hm. Wir looten hier natürlich alles. Gibt's hier irgendwie noch Muni? Nein. Sehr gut. Wer braucht schon Muni? Profis gucken die Gegner einfach nur böse an. Und dann sterben die einfach. Freiwillig. Oh. Trink mal einen Schluck. So. Dann. Okay, der Schürhaken ist bestimmt ein toller. Das ist bestimmt... Mann, jetzt bin ich schon wieder raus. Irgendwann schreibe ich einfach aus Versehen was im Chat. So. Dann gehen wir dort drüben hin. Sammeln, was da sein könnte. Oh. Ja, stimmt, die Tommy Gun. Hey, so eine wollte ich immer schon mal ausprobieren. Ja. Okay. Hä? Ach, jetzt. Unsere Sch... Jo. Geh mal runter. Du bist zu groß, das sieht man ja gar nicht. Hä? Das sind 4. Und jetzt? Hä? Ach. Ich dachte, die Lampe wäre an. 4, 5, 4. Aber ich habe schon V gedrückt, aber irgendwie ging das nicht. Warte, in welche Richtung war nochmal? 4 nach links. Gegen Uhrzeigersinn. Achso. Das ist falsch. Das ist falsch. 4. Nee, das war richtig. Vier. Ja, das habe ich bei WoW versucht gehabt. Frachtmanifest. 19. Hatten wir schon. Los geht's. Das ist die Adresse, an der Jeremy dem Schattenmann das erste Mal begegnet ist. Die Angriffe, ja. Ja, ja, ja. Ja. Bei mir ist meistens. Hä? Und dann. Oh. Upsi. Upsi. Ist ja unauffällig. Ungeschickt gewesen, meine ich. Okay, runter. Wer ist der Alkohol? Die brennen alle. Okay. Oh, das Heilzeug. Das wollte ich jetzt noch nicht. Lass mich mal lieber Alkohol. Alkohol holen. Hä? Wie hat er das gehört? Das war voll der 180-Grad-Schuss. Oh. Töte ein Monster mit einer Gelegenheit. Mit einer Gelegenheit? Mit einer Gelegenheit? Alle tot? Alle durch? Sehr gut. Mit einer Gelegenheit. Gute Gelegenheit. Hab ich gut gelegenheitet.
So, Alkohol mitnehmen. Sieht so aus, als habe der Nebel sich gelichtet. Die Adresse, nach der du suchst, ist direkt die Straße hinunter. Mhm. Versuche ich. Weil hast du nicht mal gelegen? Ja. Bin ja auch, also, keine Henne. Ich glaube, da kommt niemand mehr. Ich hab's irgendwo... Es hat nicht klar gemacht. Was ist hier? Aha! Oh, nee, warte. I. Lanyapes. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Es fehlen uns 10. Oh nee, hä? Wie habe ich gezählt? Wie bin ich auf 10 gekommen? Hä? Wie bin ich auf 10 gekommen? Ach, vollständige Sets. Ja doch, 10. Sollte man auch lesen, was das für eine Zeit ist. Zahl ist. Hätte auch keinen Sinn gemacht. 15 ist ja mehr. Kannst du mal deinen Fuß da rausnehmen? Warte, das ist doch Muni, oder nicht? Nein? Okay, gut. Naja. So. Gehen wir da jetzt rein. Hallo? Ist hier jemand? Also, ich sag ganz ehrlich, das Pharao-Ding war auch nicht so schön. Weil da waren diese Fliegedinger. Aber am allerschlimmsten ist eigentlich das mit den Krabbelfiechern. Aber beides ist sehr kacke. Sag mal. Ich meine, muss ich nur hoch? Sagen Sie mir, was das alles soll. Willkommen, Detective. Zur größten Show diesseits des Mississippis. Nyarlathotep, der schwarze Pharao. Der uralte Magier, der 1000 Leben lebte und 1000 Masken trug. Ich verstehe, warum Sie ihn Schattenmann nennen. Spart Worte. Also, Sie hatten Angst vor einem Bühnenzauberer. Und jetzt lebt er in Ihrem Kopf. Spotten Sie nur, Detective. Aber Sie sind verrückt, wenn Sie glauben, man könnte ihn ignorieren. Sehen Sie sich um. Ob wir das heute durchspielen? Ich weiß es gar nicht. Also irgendwie, ich habe gerade mal geguckt. Wir konnten unser letztes Gespräch nicht beenden. Sie wollten mir sagen, wie man den Pakt zwischen Ihnen bricht. Nein, das geht nicht. Es würde sie auf die Welt loslassen. So viele Unschuldige würden sterben. Aber es gibt einen Weg aus dem Vertrag. Gibt es. Er zeigte mir einen Ausweg, was man tun muss. Wir Und was hier. Ist das? Hier sind wir schon. Das finden Sie nie heraus. Es ist für immer und ewig in seinem Wüstentempel verborgen. Jeremy, ich bin nicht Ihr Feind. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Wo ist der Tempel? Nein, es geht nicht. Ich muss dieses Opfer bringen. Gott verdammt, Jeremy. Ich werde Sie retten. Keine Sorge. Der Jeremy, der ist schon ein bisschen anstrengend. Der ist immer gemein zu allen. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn wir es durchhätten. Wie rettet man jemand, der nicht gerettet werden will? Naja, er wird so oder so gerettet. Ich muss nur irgendwie diesen Tempel finden. 2. Also außen 2. Pi weiß ich nicht. Und Merkur auch nicht. Ist, glaube ich, Wassermann, nicht wahr? Wartet, also wir gucken. Die Adresse. Nein. Psst. Also wir haben 2,
5, 8. In welcher Reihenfolge? 8, 5, 2. Nee, dann 2, 5, 8. 5. 8. Ich hätte mir einfach alles aufschreiben sollen. Dann hätte ich alles einfach so machen können.